Guten Abend, meine Damen und Herren. Alle Telefonnummern, die Sie im letzten halben Jahr angewählt haben, sind für die Behörden gespeichert worden. Und noch manches mehr. Aber nicht mehr lange. Diese Daten müssen alle gelöscht werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Unsere Themen. Regierungsstreit, der schwierige Umgang mit dem Karlsruher Urteil. Genkartoffel am Flora darf auf den Acker. Und Heimkehr, München feiert die olympischen Athleten. Wenn in Grundrechte eingegriffen werden soll, ist das immer eine sehr delikate Sache. Auf der einen Seite geht es um unsere Sicherheit, auf der anderen um unsere Freiheit. Deshalb landen strittige Gesetze häufig vor dem Bundesverfassungsgericht. Beachtenswert ist diesmal allerdings, wie viele Bürger gegen das Gesetz klagten, das Karlsruhe heute verwarf. 35.000. Sie alle fühlen sich nun als Sieger. Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, sie ist verfassungswidrig. Wir zeigen Ihnen mal, wie sie bisher aussah. Bei Handytelefonaten, da wurde zwar nicht das Gespräch selbst aufgezeichnet, wohl aber die Position des Anrufers, dann der Gesprächspartner, dessen Nummer und Beginn und Ende des Telefonats. Und nicht nur beim Handy, auch im Festnetz wurde gespeichert, wer wie lange mit wem telefonierte. Und auch beim Internetsurfen, da wurde protokolliert, wer wie lange online war, allerdings nicht auf welchen Seiten er war. Bei E-Mails wurde erfasst, wer wem schreibt, aber nicht der konkrete Text. Die Telefon- und Internetanbieter, sie mussten alle diese Verbindungsdaten ein halbes Jahr lang speichern. Soweit die Speicherung und nun zum Zugriff. Behörden wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Verfassungsschutz, sie konnten diese Daten anfordern, aber nur dann, wenn es um Straftaten ging und, wie es hieß, zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit. So also war das Gesetz. Aber es gilt nicht mehr. Und jetzt ist die große Frage, wie schnell und wie entschlossen wird es geändert? Das werden alle Kläger genau verfolgen. Gigi Deppe. Dies hier ist mein normales Handy, was ich auch meistens für meine geschäftlichen Verbindungen nutze. Ich habe dann noch ein weiteres Handy, was ich so mit Prepaid-Karte für andere Zwecke verwende. Und dann hat er noch ein drittes und fürs Internet sogar ein viertes Handy. Werner Hülsmann aus Konstanz berät Firmen in Sachen Datenschutz und will auf keinen Fall, dass andere aus seinen Telefondaten Rückschlüsse ziehen. Weil ihn das Thema so beschäftigt, hat er sich den knapp 35.000 Klägern angeschlossen, die bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Über 2 Stunden verfolgt er heute die Urteilsverkündung und ist mit vielem, was die Richter sagen, einverstanden. Der Einzelne weiß nicht, was welche staatliche Behörde über ihn weiß, weiß aber, dass die Behörde vieles, auch höchstpersönliches, über ihn wissen können. Deswegen, so die Richter, ist die Vorratsdatenspeicherung ein besonders schwerer Eingriff. Höchstens dann erlaubt, wenn die Sicherheit der Daten gewahrt wird. Wenn die Polizei sie nur bei schweren Straftaten abruft, die Behörden Betroffene später darüber informieren und Missbrauch wirksam bestraft wird. Verbindungsdaten von Beratungsstellen wie zum Beispiel der AIDS-Hilfe dürfen gar nicht gespeichert werden. Weil das Gesetz alle diese Voraussetzungen bislang nicht eingehalten hat, ist es verfassungswidrig und nichtig. Daten, die bisher bei den Telefonfirmen gespeichert wurden, müssen sofort gelöscht werden. Und ein neues Gesetz muss her. Die Richter machen dafür genaue Vorgaben und bekommen von den Prominenten unter den Beschwerdeführern großes Lob. Und das ist in einer Weise beschrieben worden, mit einer Präzision, Gott sei Dank, wie bisher noch nie der Fall. Also ich hoffe, dass dieses Urteil wirklich sehr aufmerksame Leser findet. Die weniger prominenten Beschwerdeführer stoßen zwar auf das Urteil an, sind aber nicht ganz so begeistert. Sie hatten gehofft, das Gericht würde die Speicherung von Millionen Telefonkunden ganz untersagen. Trotzdem. Es ist auch Freude dabei, denn das Urteil ist schon eine Ohrfeige für den Gesetzgeber, dem das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gesagt hat, so geht es auf keinen Fall. Bei aller Genugtuung, Surfen im Internet bleibt aus seiner Sicht nach wie vor riskant. Denn in diesem Punkt war das Gericht nicht so streng. Behörden dürfen Bewegungen im Internet relativ leicht kontrollieren. Deswegen surft Werner Hülsmann jetzt mit einem speziellen Stick, nur noch anonym. Wenn das höchste Gericht in Deutschland ein Gesetz als verfassungswidrig bezeichnet, dann muss es geändert werden. Aber heute erklärte Karlsruhe das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung sogar sofort für null und nichtig. Das ist das schärfste Schwert des Gerichts. Und es schneidet auch der Bundesregierung ins Fleisch, die dieses Gesetz erlassen hat. Die ist allerdings inzwischen teilweise abgelöst. Deshalb jubelt der neue Teil der Bundesregierung, die FDP, über das Karlsruher Urteil. Der alte Teil, die Union, grämt sich. Denn sie hatte die Vorratsdatenspeicherung
maßgeblich mitgestaltet. Stoff für einen Kabinettskrimi. Unzweideutige Reaktionen gibt es dagegen von den Klägern. Markus Spieker. So feiern Gewinner, zumindest fühlt man sich hier so. In Berlin ein Treffen der Piratenpartei, gegründet unter anderem aus Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung. Zum einen ist es natürlich toll, dass die Verfassungsfeinde im Parlament von dem höchsten Gericht eine Ansage bekommen haben, dass es so nicht geht. Schlecht ist natürlich, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die noch umzusetzen ist. Ich war zuerst sehr erfreut, regelrecht gerührt, weil mich einfach diese ganze Veranstaltung schon auch sehr bewegt hat und ja, wir lange darauf gewartet haben. Es ist erstmal Zeit gewonnen, also die ersten Provider haben schon mit dem Löschen begonnen. Und genau das macht den Sicherheitsbehörden Angst. Sie fürchten ein Datenloch, in dem Kriminelle sich vorläufig unbeobachtet einrichten können. Für uns ist das wirklich ein Rückschlag, das muss man deutlich sagen, weil wir viele schwere Verbrechen nicht aufklären können jetzt, weil das Verfassungsgericht diese Datenspeicherung verboten hat. Und wir müssen jetzt auf das neue Gesetz warten. Wir können bei vielen Straftaten, insbesondere bei denen, wo die Tatabläufe im virtuellen Raum stattfinden, also Datensabotage, Veränderung von Daten, Hacking als Beispiel, auch bei der Kinderpornografie, ohne IP-Adressen, ohne Vorratsdaten überhaupt nicht ermitteln. Mehr Sicherheit oder mehr Freiheit? Der Konflikt bricht nun auch in der Bundesregierung offen aus. Justizministerin und Innenminister schon bei der Urteilsbewertung ganz unterschiedlicher Meinung. Ich möchte meine Bemerkung damit beginnen, dass es heute wirklich ein herausragend guter Tag für die Grundrechte, für die Freiheitsrechte und für den Datenschutz ist. Ich darf sagen, dass keine Freude aufkommt, wenn man ein Urteil, Spruch bekommt, der anders aussieht, als er erwartet ist. Geht es nach Brüssel, muss schnell eine neue Gesetzesregelung her. Die Union will das auch, nur die FDP will nicht so rasch grünes Licht geben. Ich bitte die Bundesjustizministerin herzlich, zügig diese EU-Richtlinie, die gilt, in deutsches Recht umzusetzen, in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz. Ich werde Sie bei dieser Arbeit drängend unterstützen. Ganz klar, es ist heute nicht der Zeitpunkt für nationale Schnellschüsse. Verwirrt vom Hin und Her die Branchenvertreter auf der CeBIT. Daten jetzt löschen, bald wieder speichern. Das wird teuer, am Ende zahlt der Kunde. Vielleicht könnte man die Kostenfrage auch dadurch einigermaßen umgehen, dass der Umfang der Vorratsdatenspeicherung deutlich verringert wird. Ihnen würde das nicht reichen. Die Piratenpartei und andere Datenschützer bereiten sich auf das nächste Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vor und den nächsten Gang nach Karlsruhe.